Hallo ihr Lieben, hier ist Edda, eure Personal Trainerin. Wir wollen heute für unsere Übungen ein zusätzliches Gewicht nehmen. Da könnt ihr eine große Wasserflasche nehmen oder einen handlichen, gut greifbaren Gegenstand. Ihr könnt natürlich auch eine Kurzhantel nehmen, also das, was für euch greifbar ist, ohne große Umstände. Ja, und dann darf es schon losgehen. Viel Spaß! Wir stabilisieren wie immer als erstes Bauch und Beckenboden, indem wir in leichter Gretstellung den unteren Rücken herausschieben mit jeder Ausatmung. Also immer so ein kleines bisschen die Beckenschaukel, immer den Beckenboden kräftig nach oben innen ziehen, den unteren Rücken herausschieben, als wollten wir mit dem unteren Rücken einen Buckel machen. Und damit wir den unteren Rücken und insgesamt Rücken und Nacken gut strecken können, bleiben wir mit den Knien in leicht gebeugter Position. Dann lassen wir Bauchbeckenboden eingezogen, den unteren Rücken gestreckt und kreisen, also übergeben unser Gewicht hier einmal ganz entspannt um den Körper herum. Langsames Tempo, damit ihr auch sicher greift und alles fest in der Hand behalten könnt. Der Brustkorb ist aufgerichtet, gestreckt. Schultern ein wenig nach hinten unten sinken lassen und bei der Kreisbewegung machen wir eine schöne gleichmäßige Bewegung, geben also unsere Hantel oder Wasserflasche oder Gegenstand einmal um den Körper herum. Dabei lassen wir den Schulter-Nackenbereich ganz locker und entspannt, achten da besonders darauf, dass wir also mit jeder Ausatmung den Brustkorb flach ziehen. Schultern und Schulterblätter nach hinten, unten Richtung Gesäß zusammenziehen und immer mit der Ausatmung den Brustkorb flach. Dann entgegengesetzt. Achtet darauf, dass die Bewegung möglichst gleichmäßig ist mit den Armen, dass wenn ihr den Gegenstand, die Hantel übergebt, einmal vorn mittig und einmal hinten mittig, dass die Bewegung von beiden Armen und Schultern gleichmäßig ausgeführt wird. Und das Gewicht zieht unsere Schultern, den Nacken nach unten, trainiert zusätzlich die Armmuskulatur und mit jeder Ausatmung ziehen wir immer wieder den unteren Rücken in die Streckung. Lassen das Kinn zur Brust, den Nacken lang, Rücken und Nacken gestreckt. Dann kommen wir zur Mitte zurück. Die Hantel einmal nach vorn, etwas breitere Gretstellung, leicht gebeugt in den Knien, leicht angewinkelt sind auch die Ellenbogen. Wir halten, wenn ihr die Hantel oder die Wasserflasche habt, entweder die Hände übereinander oder auch so miteinander verschränkt. Ist beides möglich. Wichtig ist, dass wir als erstes unsere Schultern kreisen, um die Schultern nach hinten unten zu ziehen, Rücken und Nacken lang. Haben also jetzt erstmal mit dem Rumpf eine ganz stabile Position und lassen unsere Hantel einmal nach oben hinten über den Kopf wandern. Rücken, Nacken lang. Langsames, gleichmäßiges Tempo und wenn wir mit den Armen und dem Gewicht über den Kopf nach hinten ziehen, achten wir besonders darauf, dass wir die Ellenbogen auf Schulterbreite auch lassen und die Oberarme so weit wie möglich nach hinten ziehen. Und erst wenn die Oberarme so weit wie möglich nach hinten gestreckt sind, dann lassen wir die Unterarme, Hände samt Gewicht ein bisschen abbiegen nach hinten. Wir wollen die Bewegung größer werden lassen. Wir nehmen jetzt den ganzen Körper dazu. Das heißt, wenn wir nach vorn kommen, gehen wir mit dem Oberkörper nach vorn, das Gewicht, die Arme zwischen den gegrätschten und jetzt gestreckten Beinen durch,
so weit wie möglich nach hinten, Bauch, Beckenboden einziehen, Wirbel für Wirbel wieder aufrollen, Arme gestreckt nach oben, Hüfte streckt, Arme beugen nach hinten, Streckung hier im Trizeps und wieder nach vorn. Hier kommt jetzt die ganze Rumpfmuskulatur mit dazu. Einmal die Beugung hier in der Körperrückseite, also die Streckung. Dann Bauch, Beckenboden einziehen. Wenn ihr hier in die Streckung geht, schiebt die Knie nach vorn, dass ihr die Hüfte und die Leiste gut strecken könnt. Die Bauchmuskulatur strecken und das Gewicht zieht die Arme nach hinten. Ihr könnt da einmal langsam, langsam, langsam machen. Und etwas in der Position verharren. Hier zwischen den Beinen weit nach hinten durchziehen. Kniekehlen gestreckt, Beine gekretscht. Mit der nächsten Ausatmung die gestreckten Arme erstmal wieder nach vorn bringen. Bauch, Beckenboden einziehen, um den unteren Rücken zu unterstützen. Und wieder hier in die Streckung. Natürlich könnt ihr die Übung auch ohne Gewicht machen. Das Gewicht hilft uns aber, den Körper besser zu stabilisieren, besser auf die Körperhaltung zu achten und es zieht uns hier auch immer gut in die Dehnung und kräftigt natürlich mit jeder Bewegung ein bisschen mehr. Immer kräftig Bauch, Beckenboden einziehen, damit der untere Rücken unterstützt ist, besonders wenn ihr hier nach oben kommt, Wirbel für Wirbel aufrollt. Und wir wollen noch 3 schöne, langsame Wiederholungen machen, gut konzentrieren und darauf achten, dass der Körper in jeder Bewegung quasi die Kontrolle und die Kraft hat für die Bewegung. Noch 2 Wiederholungen. Bauch, Beckenboden kräftig einziehen. Unterer Rücken wird jetzt hier wieder gestreckt. Und muss dann wieder arbeiten. Immer mit dem unteren Rücken beginnend Wirbel für Wirbel nach oben aufzurollen. Und wenn hier die Arme nach hinten gehen, Kinn zur Brust, Blick in den eigenen Ausschnitt, damit der Nacken lang bleibt. Eine Wiederholung noch. Rund machen den Rücken. Tief durchatmen, die Arme gestreckt weit nach hinten schieben und der Nacken bleibt lang. Und wieder ausatmen, aufrichten, Knie beugen, Hüfte schiebt nach vorn, Rücken streckt. Und wir lassen die Arme jetzt locker nach vorn sinken. Der ganze Körper geht nach vorn, die Kniekehlen sind gestreckt und wir lassen uns locker nach vorn aushängen. Wenn die Arme zu lang sind, dann lasst ihr eine leichte Beugung in den Ellenbogen, dass wir trotzdem vom Gewicht zusätzlich mit nach unten gezogen werden. Lassen wir unseren Rumpf nach vorn sinken, der Schwerkraft folgen und pendeln einmal zur rechten und einmal zur linken Seite. Wir stehen also in etwas breiterer Kretstellung mit gestreckten Kniekehlen, lassen den Rumpf nach vorn sinken, halten die Hantel ganz locker in den Fingerspitzen und schieben uns einmal zur rechten, einmal zur linken Seite. Der Brustkorb geht immer dichter zum Oberschenkel heran, der Blick geht unterm Arm nach hinten durch. Hier dehnen wir die Körperrückseite, sammeln ein bisschen Kraft. Und kommen zur Mitte, um uns dann mit der nächsten Ausatmung Wirbel für Wirbel nach oben aufzurollen. Besonders den unteren Rücken wieder strecken, aufrichten. Und die Hantel kommt in eine Hand. Wir lassen die Schultern nach hinten kreisen, damit wir immer wieder eine gute Streckung im Brustkorb haben. Schultern und Schulterblätter nach hinten unten ziehen. Lassen die Schultern hinten unten. Das Gewicht in einer Hand, die andere Hand stützen wir locker auf die Hüfte, sind in Kretstellung mit leicht gebeugten Knien und gehen jetzt über die Seite, ziehen uns einmal nach rechts und einmal nach links. Der Oberkörper bleibt dabei gestreckt und aufgerichtet,
als würde vor und hinter uns eine Wand stehen, sodass die Bewegung hier nur über die Seite stattfindet und wir die schräge Rumpfmuskulatur aktivieren. Tief durchatmen und wieder langsam und gleichmäßig die Bewegung. Das kann hier ganz schön schnorpeln, wenn die Muskulatur unserer Rotatoren, unsere schräge Rumpfmuskulatur verspannt sind. Im Alltag benutzen wir die schräge Rumpfmuskulatur nicht so viel. Und hier kommen wir jetzt in die Mobilisation. Auch die Wirbelsäule geht einmal in die Beugung nach rechts und links. Da werden die kleinen Muskeln zwischen den Wirbelkörpern aktiviert. Nehmt den Kopf immer mit in die Bewegung. Das Kinn Richtung Brust, der Nacken lang und seitlich im Nacken auch die Dehnung spüren. Beide Schultern sind tief und locker und das Gewicht zieht zusätzlich den gestreckten Arm nach unten, sodass Schulter und Nacken auch gestreckt werden. Immer mit der Ausatmung. Zu Beginn der Bewegung atmen wir also ein und immer zum Ende der Bewegung atmen wir aus. Damit ziehen wir Bauch- und Beckenboden ein und den Brustkorb flach, geben unserem Körper nochmal die richtige Kraft und Orientierung. Wir bleiben nochmal mit kleinen Bewegungen hier in der Streckung. Der Arm zieht uns nach unten, das Zusatzgewicht zieht uns nach unten. Und wir haben gleichzeitig hier die Dehnung seitlich im Nacken und im Rumpf und mit kleinen federnden Bewegungen. Vielleicht spürt ihr auch die Dehnung ein wenig in der Leiste, wenn ihr die Hüfte hier mit herausschiebt, alles erlaubt. Dann wollen wir wechseln, wir kommen erst zur Mitte zurück, lassen die Schultern nochmal nach hinten unten kreisen, lassen die Schultern hinten unten übergeben das Gewicht. Ziehen die Schultern nochmal in der Kreisbewegung nach hinten unten. Andere Hand stützt auf und mit der linken Hand jetzt oder je nachdem, wie ihr begonnen habt, wieder langsam und gleichmäßig über die Seite ziehen. Die Bewegung ist ja an sich die gleiche, aber dadurch, dass das Gewicht jetzt uns auf der anderen Seite nach unten zieht, muss die Muskulatur ausgleichend auch auf der anderen Seite eben jetzt mehr arbeiten, sodass sich auch die Seiten tendenziell wieder unterschiedlich anfühlen. Der untere Rücken wird auch hier immer wieder bei der Ausatmung stabilisiert, indem wir Bauch- und Beckenboden einziehen und ihr könnt zusätzlich darauf achten, den unteren Rücken herauszuschieben, als wollten wir mit dem unteren Rücken einen Buckel machen. Geht weit jetzt in die Seite, einmal rechts, einmal links in die Dehnung, zieht die Schulter weg vom Ohr auf jeder Seite, damit der Hals und der Nacken immer länger und gestreckter und lockerer wird. Mit jeder Bewegung haben wir also die Dehnung, die Kräftigung und die Mobilisation. Bleiben nochmal hier mit kleinen Bewegungen und lassen den Arm hängen, als würde er nicht zu uns gehören. Streckung in der Seite und schieben auch die Hüfte noch ein bisschen herüber. Kleine Bewegungen und kommen zur Mitte zurück. Locker. Mit beiden Händen halten wir Gewicht. Oder Wasserflasche, ja, je nachdem, was ihr genommen habt, leicht gebeugt in den Knien. Wollen wir wieder Rücken und Nacken gerade strecken und nehmen die Arme nach vorn und wieder nach unten. Die Hände bis auf Schulterhöhe. Schultern tief, Kinn zur Brust, Nacken lang. Wenn euch das noch schwer fällt, dann könnt ihr eventuell auch ein leichteres Gewicht nehmen oder natürlich prinzipiell immer auch ohne Gewicht üben.
Mal wollen wir dann die Arme auf Schulterhöhe gestreckt nach vorn lassen. Ihr könnt auch hier noch mal kurz die Schultern kreisen, noch mal kräftig nach hinten unten ziehen, Brustkorb flach. Und jetzt drehen wir zur rechten und zur linken Seite. Wir haben also wieder die Rotationsmuskulatur mit dabei. Immer die Schultern weg von den Ohren, Nacken lang, Kinn zur Brust. Der Körper darf ein bisschen ausweichen, ja, so leicht nach hinten gehen. Wenn ihr merkt, wird ganz schön schwer. Und wir kommen wieder zur Mitte zurück. Schultern locker lassen. Mit leicht gebeugten Knien, der Oberkörper schräg nach vorn, ziehen wir jetzt die Hantel, das Gewicht Richtung Brustkorb. Dabei nehmen wir die Ellenbogen und Schultern nach außen, den Rücken und den Nacken lang gestreckt. Durch die Position haben wir auch eine Kräftigung der Rückenmuskulatur, also einfach nur durch die Haltung. Achtet besonders darauf, Bauch, Beckenboden einziehen, unteren Rücken strecken, Schulterblätter nach hinten unten ziehen, Rücken, Nacken lang, Brustkorb flach und immer mit der Ausatmung die Hand Richtung Brustkorb ziehen, Richtung untere Rippenbögen und mit der nächsten Ausatmung wieder locker hängen lassen. Der Nacken zieht immer ganz lang und die Schultern weg von den Ohren. Wir lassen einmal kurz zwischendurch mit gestreckten Beinen uns wieder nach unten sinken, dass wir also unseren Rücken kurz mal entlasten. Auch leichte Bewegungen in alle Richtungen unterstützen hier wieder die Dehnung. Dann wollen wir uns nochmal aufrichten. Als nächstes mit dem Oberkörper im rechten Winkel nach vorn kommen. Und jetzt ziehen wir die Hantel, das Gewicht wieder Richtung Brustkorb, die Ellenbogen und die Schultern nach außen. Durch die Änderung unseres Winkels im Oberkörper muss die Muskulatur jetzt wieder etwas anders arbeiten. Versucht, die Ellenbogen hier auf Schulterhöhe seitlich weit nach außen zu bringen. Hände und Gewicht Richtung Brustkorb, Kinn zur Brust, Nacken lang. Und wirklich immer die Schultern weg von den Ohren. Und vielleicht habt ihr auch schon ein bisschen Dehnung im Armansatz vorn mit dabei, wenn ihr ganz dicht heranzieht. Und wir lassen locker. Das Gewicht ablegen, locker nochmal nach unten sinken lassen. Bisschen hin und her pendeln, nach vorne und zurück. Mit der nächsten Ausatmung ziehen wir Bauch und Beckenboden ein, rollen uns Wirbel für Wirbel nach oben auf und nehmen die Hantel einmal nach hinten. Wir ziehen mit jeder Ausatmung Arm, Hantel gestreckt nach hinten, leicht gebeugt in den Knien, damit wir den unteren Rücken strecken können, Kinn zur Brust, Nacken lang. Und beim nächsten Mal halten wir mit kleinen federnden Bewegungen, die Schultern ziehen kräftig nach hinten. Und je fester wir uns hier am Gewicht halten, umso mehr ziehen wir auch den vorderen Armansatz in die Dehnung. Ziehen die Schulter weit tief nach hinten unten und lassen aus der Bewegung ein kleines Kreisen, Halbkreisen entstehen. Die Bewegung schon aus den Beinen heraus. Rücken, Nacken lang. Schultern, Schulterblätter nach hinten, unten. Und zur Mitte zurück. Jetzt kommt der ganze Körper wieder zum Einsatz. Die Beine strecken wir in den Kniekehlen, gehen mit dem Oberkörper nach vorn, während die Arme hinten nach oben heben. Dann merkt ihr schon, das Gewicht zieht uns wieder weiter in die Dehnung des Armansatzes. Wieder aufrichten.
aufrichten, also einmal mit gestreckten Beinen vorn tief gehen, Brustkorb, Nasenspitze Richtung Knie, die Arme gestreckt weit nach hinten und die Schultern weg von den Ohren, wieder aufrichten, die Arme bleiben so lange wie möglich hinten und wieder aufrichten, also vom Körper weg. Einmal nach vorn. Einerseits zieht uns beim Tief nach vorn gehen, wenn wir die Arme nach hinten nehmen, das Gewicht weiter in die Dehnung des Armansatzes. Andererseits schieben wir hier aber auch die Arme kräftig aus der Schulter heraus, dass die Schultern immer wieder von den Ohren wegziehen. Und das Auf- und Abrollen ist immer wieder Kräftigung für den Rücken, unteren Rücken und deswegen immer Bauch am Beckenboden einziehen, um den unteren Rücken zu unterstützen. Noch 3 Wiederholungen wollen wir hier machen. Schulter nach hinten und weg. 2 noch. Kniekehlen gestreckt. Bauch, Beckenboden eingezogen. Hüfte nach vorn schieben, Arme nach hinten wegstrecken. Und noch einmal. Und aufrichten. Lasst nochmal die Hantel hinter dem Rücken ein bisschen hoch und tief wandern. Achtet dabei darauf, den Körper zu stabilisieren. Leicht gebeugt in den Knien, Bauchbeckenboden einziehen, Hüfte nach vorn schieben, unteren Rücken und insgesamt Rücken und Nacken strecken, die Hantel halten und die Ellenbogen gehen nach außen. Achtet ganz besonders darauf, dass die Schultern tief bleiben. Die Bewegung findet nur in den Ellenbogen statt, nicht den Nacken- und Schulterbereich mit aktivieren, sondern nach hinten unten gezogen lassen. So, hier bleiben wir nochmal in der oberen Position. 10, 10, 10, 10, 10 mit kleinen federnden Bewegungen. Lassen locker. Und wollen als nächstes in der Rückenlage weitermachen. Legt die Hantel einmal kurz zur Seite griffbereit ab. Um in die Rückenlage zu kommen, gehen wir über den Ausfallschritt Kniestand. Über die Seite, ihr könnt auch gerne mal versuchen, ohne abzustützen, ja? Über die Seite, absetzen, 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 und die Rumpfmuskulatur hält, einmal in die richtige Position bringen, mit angewinkelten Beinen abgestellt, könnt ihr euch hier nochmal mit den Händen an der Knievorderseite festhalten und jede Ausatmung, Ellenbogen, Schultern, Schulterblätter kräftig nach hinten ziehen. Wir lassen dann den Nacken ganz lang gestreckt, die Schultern weg von den Ohren. Das Ohr geht nochmal im Wechsel rechts und links zur Schulter. Immer lang, lang, lang ziehen. Bauch, Beckenboden einziehen, Arme nach vorn. Und langsam Wirbel für Wirbel abrollen. Nehmt als erstes einmal zur Sicherheit die Knie nochmal zum Brustkorb heran. Lasst die Arme Richtung Decke ganz lang gestreckt im Wechsel rechts und links. Arm und Schulter Richtung Decke ziehen lassen. Kinn zur Brust, Nacken lang. Einmal kurz die Hände über dem Kopf ablegen, dass die Hände locker ineinander liegen, Ellenbogen, Schultern flach auf dem Boden sinken. Der Boden bietet uns hier immer für die Körperhaltung eine gute Grundlage, dass wir also spüren können, wie Armrückseite, Ellenbogen, Schultern schon richtig komplett flach auf dem Boden legen, dabei das Kinn zur Brust, den Nacken lang ziehen und lassen einmal die Knie über die Seite zum Brustkorb und zur anderen Seite wieder etwas locker vom Körper wegkreisen.
Krümmung mit der Ausatmung über die Seite, die Knie Richtung Brustkorb, zur anderen Seite locker lassen. Die Arme bleiben dabei die ganze Zeit im Bodenkontakt, die Schultern weg von den Ohren, Kinn zur Brust, Nacken lang. Und einmal entgegengesetzt. Hier bringen wir mit dieser Basic-Übung immer Bauch, Becken, Boden, unteren Rücken ins Gleichgewicht. Wenn ihr also vorher bei den Übungen im Stehen doch vielleicht mal den unteren Rücken etwas zu wenig unterstützt habt mit Bauch und Beckenboden, dann bringen wir das jetzt wieder ins Gleichgewicht. Wir üben also immer so, dass wir uns zum Schluss besser fühlen als vorher. So, einmal die Füße dicht am Gesäß absetzen, unteren Rücken fest zum Boden. Wir greifen uns die Hand hin. Halten wieder mit beiden Händen unsere Hantel fest, den ganzen Rücken und besonders den unteren Rücken fest Richtung Boden. Lassen wir mit gestreckten Armen über uns die Hantel kreisen. Achtet darauf, dass wir möglichst senkrecht über dem Gesicht die Kreise ziehen. Beide Arme sind in den Ellenbogen gestreckt, dadurch geht die Bewegung bis in den Schultergürtel und oberen Rückenbereich und entgegengesetzt kreisen. Immer wieder den oberen Rücken auch flach, fest, breit auf die Matte ziehen. Spürt, wie die Bewegung einen Massageeffekt bewirkt auf der festen Unterlage. Und dann kommen wir zur Mitte zurück. Wir gehen jetzt langsam in die Bewegung, einmal Richtung Knie und einmal nach oben. Wenn ihr merkt, dass euch das Gewicht hier zu schwer wird, dann winkelt ihr die Ellenbogen etwas ab. Wenn mit dem Gewicht alles okay ist, zieht ihr möglichst lang gestreckt die Arme über den Kopf nach hinten und wieder nach vorn Richtung Oberschenkel. Ja, hier müsst ihr mal gucken, dass ihr möglichst lang gestreckt, möglichst flach bis auf den Boden kommt. Und nach vorn. Also immer wieder die Schultern weg von den Ohren. Die Ellenbogen strecken, hier bei der Streckung flach über den Kopf, den Brustkorb nochmal flach ziehen. Nehmt euch da ruhig immer ein bisschen Zeit, nochmal den ganzen Körper exakt auszurichten. In beide Richtungen in der Endposition haben wir also den Rücken flach, fest, breit auf dem Boden und den Brustkorb ganz flach gezogen, dass die unteren Rippenbögen Richtung Bauchnabel ziehen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil der obere Bauchanteil, die Muskulatur, hier der Gegenspieler ist für den Nacken und den Brustkorb flach zieht. Wir haben natürlich hier auch eine Kräftigung für die Armmuskulatur und wichtig, achtet immer auf die Streckung. Aber noch viel effektiver ist die Übung, das werdet ihr dann merken, wenn ihr das regelmäßig macht, um den Oberkörper, Rücken, Nackenbereich ins Gleichgewicht zu bringen. Das Zusammenspiel von Vorder- und Rückseite. Einmal im Brustkorbbereich flach ziehen, Rippenbögen immer ganz flach ziehen. Die Atmung geht seitlich in die Rippenbögen hinein, in den Brustkorb, das ist die Flankenatmung. Und hier beim nach oben gehen bleibt mal ein bisschen in der Position, so flach wie möglich, kleine federnde Bewegungen. Den Bauch flach, fest und kurz halten, den Brustkorb flach halten. Die Schultern sind weg von den Ohren, obwohl die Arme nach oben gehen, das Kinn zur Brust und der Nacken lang gestreckt. Und wieder nach vorn. Da lassen wir jetzt die Bewegung ein bisschen größer werden und vom Gewicht der Hantelstange, der Hantel oder der Wasserflasche lassen wir uns nach vorn ziehen. Kopf und Schultern lösen vom Boden.
rollen uns Wirbel für Wirbel wieder nach hinten ab. Gehen mit den gestreckten Armen nach hinten. Wie gesagt, wenn euch das vom Gewicht her noch zu schwer ist, dann lasst ihr hier beim nach hinten gehen die Ellenbogen leicht gebeugt. Guckt also immer so, dass es für euch passt. Die Bewegung muss auch in der langsamen Variante in allen Bereichen gut funktionieren, gut zu halten sein, damit wirklich jeder kleine Muskel fleißig mitarbeitet. Das Auf- und Abrollen, was wir jetzt mit dazu nehmen, mobilisiert zusätzlich den Bereich Nacken- und Brustwirbelsäule. Achtet mal darauf, Wirbel für Wirbel aufzurollen. Blick Richtung Bauchnabel. Und wieder abzurollen, Wirbel für Wirbel und den Rücken flach, fest, breit auf den Boden zu ziehen, den Nacken-Halsbereich hinten flach auf den Boden zu ziehen. Das ist also der Vorteil, dass ihr mit diesen aktiven Übungen immer die Kräftigung, Mobilisation und Dehnung in einem habt. Der Körper kommt von sich heraus aktiv zur richtigen Körperspannung, zum richtigen muskulären Gleichgewicht und das Bindegewebe wird wieder schön glatt und funktionell, sodass wir also dauerhaft und nachhaltig unsere Verspannungen und muskulären Dysbalancen durch diese funktionellen Übungen wegturnen können. Manchmal brauchen wir ein bisschen mehr Geduld. Dafür ist es aber umso wichtiger, immer langsam zu üben, konzentriert euren Körper warm wahrzunehmen, in dem Moment, wo ihr die Übungen macht, wirklich bei euch zu sein, für euch und euren Körper das zu tun, damit ihr dann anschließend fit seid für den Rest des Tages, für die anderen Aufgaben, die auf euch warten, für die anderen Menschen dann wieder da zu sein und fit zu sein, wenn ihr etwas für euch getan habt. Und immer wahrnehmen, wie fühlt es sich an, wo läuft es vielleicht noch nicht ganz so rund. Mit Liebe draufschauen, Wirbel für Wirbel. Bewegung für Bewegung hilft uns dann immer die Ausatmung, mit der wir Bauch, Beckenboden einziehen und den Brustkorb flach ziehen. Das ist unsere Körpermitte, unser Kraftzentrum. Wir bleiben jetzt hier nach vorn gezogen, kleine federnde Bewegungen, Kopf, Schultern vom Boden gelöst, Schultern weg von den Ohren und versucht einmal, ob ihr hier schon nach oben kommt, euch aufrichten könnt. Da sind also diese Bewegungen jetzt wieder etwas leichter als ohne Gewicht. Ja, einmal lang über den Kopf, hier müssen wir das Gewicht stabilisieren. Aber wenn wir mit dem Gewicht und den gestreckten Armen nach vorn kommen, dann zieht uns das Gewicht nach vorn. Wir nehmen die Arme hier so weit wie möglich gestreckt nach oben hinten, Blick in den eigenen Ausschnitt und wieder abrollen. Ganz Körper, Bauchmuskulatur aktiv, Wirbel für Wirbel auf- und abrollen. Es ist also wieder das perfekte Ganzkörpertraining. Wir spüren immer wieder und immer mehr, dass alle Bereiche im Körper miteinander zusammenhängen. Mal zu mal werden wir besser und genießen einfach die Zeit des Übens immer so gut wie möglich. Wenn etwas noch nicht so gut funktioniert, ist es gar nicht schlimm, weil es schon in dem Moment, wo wir etwas tun, besser wird und beim nächsten Mal schon besser funktioniert. Einmal noch diese Bewegung. Locker nach hinten abrollen. Das Gewicht hält und unterstützt uns ein bisschen. Wir strecken uns nochmal ganz lang und flach und ziehen den Brustkorb flach. Kommen wieder nach vorn.
lassen uns vom Gewicht nach von oben ziehen. Lassen die Arme jetzt nach hinten gehen. Die Füße könnt ihr ein bisschen weiter wegstellen jetzt, dass ihr hier gut sitzen könnt, aufgerichtet. Und wir machen so ein paar kleine, kräftige Schwünge nach hinten, sage ich mal. Die Ellenbogen sind dicht, bleiben dichter zusammen, ja, nicht so nach außen, sondern die Ellenbogen hier so auf Schulterbreite lassen und immer mit der Ausatmung die gebeugten Ellenbogen, das Gewicht nach hinten Richtung Rücken ziehen und der Brustkorb streckt dabei und locker lassen. Das Gewicht legen wir jetzt einmal weg. Stützen uns noch einmal mit den gestreckten Fingern, gestreckt, gespreizt die Finger, flach die Hände, hinterm Gesäß ab. Ellenbogen und Schultern zeigen nach hinten. Die Füße sind aufgestellt und wir schieben uns in die Baumstellung. Schieben uns mit der Hüfte kräftig nach oben, nach oben, nach oben. Mit jeder Ausatmung. Und wieder absetzen, das Gesäß etwas seitlich drehen, greifen wir mit den Händen hinter uns, setzen die Hände schulterbreit, flach gespreizt hier auf und lösen das Gesäß vom Boden. Versucht, in den Ellenbogen gestreckt zu bleiben, tief durchatmen, den ganzen Körper halten und da könnt ihr auch ein bisschen bewegen. Dann wollen wir wechseln zur anderen Seite. Erst aufsetzen, hinterm Gesäß abstützen, Füße sind aufgesetzt, Gesäß lösen wir vom Boden und schieben uns ein bisschen nach vorne, nach hinten oder können auch kreisen. Wichtig ist, dass ihr versucht, die Ellenbogen zu strecken und die Schultern werden wieder nach hinten weggeschoben. Wir lassen uns also richtig schön in die gestreckte aufgestützten Arme sinken, um uns mit der nächsten Ausatmung einmal herumzudrehen. Füße hüftbreit aufsetzen, Fersen auf den Boden. Hände flach, schulterbreit, gespreizt aufsetzen. Schieben uns einmal vor und zurück. Immer Nasenspitze, Brustkorb Richtung Oberschenkel, Streckung hier und wieder ein bisschen locker lassen. Die Fersen so weit wie möglich auf den Boden ziehen mit gestreckten Kniekehlen. Und wenn ihr schön weit nach hinten geschoben seid, lasst ihr nochmal die Hüfte nach rechts und links ziehen. Seitlich die Rumpfmuskulatur dehnen. Und dann mit den Händen dichter zu den Füßen heranzukommen. Hier könnt ihr euch einmal locker hängen lassen. Die Arme verschränken, wenn ihr möchtet. Die Arme ganz locker, die Schultern ziehen lassen in die Dehnung. Kniekehlen gestreckt. Beinrückseite wird gedehnt. Spürt ihr vielleicht den Gesäßansatz? Lasst Rücken, Nacken, Kopf, Schultern alles schön locker. Etwas vor und zurück schwingen, flach auf den Füßen. Nehmt eure Füße auch einmal wahr, zappelt mal ein bisschen mit den Zehen, um dann auch die Zehen schön locker auf den Boden sinken zu lassen. Dreht nochmal nach rechts und links aus den Beinen heraus, den ganzen Körper hin und her schwenken. Dann lassen wir die Arme locker, die Hände auf oder neben die Füße. Mit der nächsten Ausatmung ziehen wir uns Wirbel für Wirbel nach oben. Hier kommt das Gesäß mit dazu, um die Hüfte zu strecken. Wir richten uns auf, lassen die Schultern nach hinten kreisen, bleiben auf den Fußballen, lassen Hände, Arme und Schultern ganz locker. Die Hände haben die ganze Zeit die Hanteln auch gehalten, die Hantel, die Gewichte, die Wasserflasche. Lasst deswegen auch die Hände und die Handgelenke einmal ganz locker ausschütteln.
Stellt euch vor, die Arme würden gar nicht zu uns gehören, die lassen wir immer ganz locker hängen. Ja, auch im Laufe des Tages achtet mal drauf, die Arme sind festgewachsen und ganz oft haben wir einfach den Nacken verspannt, weil wir denken, wir müssen unsere Arme und unsere Schultern festhalten. Genau, also so die Kleinigkeiten, auf die wir im Alltag achten können. Einfach mal aufrichten, durchatmen, die Schultern und Nacken locker lassen. Ja, und dann hoffe ich, euch geht's richtig gut und ihr habt Spaß und Freude auch an dem Körpergefühl durch die Bewegung. Und lasst mich wissen, wenn ihr spezielle Problemchen habt oder was ihr euch sonst noch wünscht. Ich bin gern für euch da und es macht mir Spaß für euch zu turnen und euch Tipps zu geben. Dankeschön, eure Edda.